So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. In diesem kleinen Berliner Luftgläschen werde ich testen, diese komischen Getränke einzeln und dann alle zusammen im auf die dicken Bierglas. Was das genau ist, kann ich euch gar nicht sagen. Hier steht All in All Day Repeat bei Marco Reus, ist wahrscheinlich ein Sportler oder Bodybuilder oder Pornodarsteller, wie immer. Wenn du nicht weißt, was es ist, ist es bestimmt ein Pornodarsteller. Das ist ein Low-Sugar-No-Bullshit-Getränk, also ohne Zucker und ohne Scheiße drin. Kalorienarmes Erfrischungsgetränk ohne Kohlensäure, mit Vitamin und Mineralstoffen und Pfirsichgeschmack. Das ist All-in-All-Day-Repeat mit Pfirsichgeschmack. Dann haben wir Relax-Recover-Repeat. All in, all day, relax, recover mit Granatapfelgeschmack, aber auch wieder ohne Bullshit und von Marco Reus. Dann als drittes haben wir Train, Push, Repeat, also schubst die Züge durch die Gegend bei Marco Reus mit Zitronengeschmack. Wie gefällt euch das Design? Ist es ansprechend ohne Kohlensäure? Wasser und dann haben wir noch Work, Focus, Repeat mit Himbeergeschmack. Also würgen und fokussieren und dann hast du auf jeden Fall den Marco Reus sehr, sehr glücklich gemacht. Die stellen wir jetzt mal alle hier hin fürs Thumbnail. Wir müssen die irgendwie hochhalten fürs Thumbnail. So, das ist das Thumbnail und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz schauen. Was war jetzt das Ekligste? Mein Bullshit ist hier nirgendwo drin. Schade. Wir fangen an mit Zitrone, weil Zitrone mag ich meistens gar nicht. Train, Push, Repeat von Marco Reus. Machen wir auf. No Sugar, No Bullshit. Alles schwarze Dinger. Sieht auf jeden Fall interessant aus, wenn das... Adi, Schatz, guck mal. Adi. Ja, jetzt schreckst du wieder zurück, du Banausen... Ganoven-Banause. Genau, Ganove. So, das ist Zitrone. Geschmack. Riecht ein bisschen säuerlich. Schmeckt wie Zitronat. Zwei Tropfen Zitronat. Aufgelöst in 2 Tonnen Wasser. Also... So richtig erfrischend und köstlich und lecker und genial finde ich das jetzt gerade erstmal nicht. Da trinke ich lieber Eistee Zitrone, obwohl den mag ich eigentlich auch nicht. Obwohl der Eistee Zitrone, der ist ja wieder schädlich. Das ist ja wieder mit Schwarztee-Extrakt und so Zeug drin. Also der Marco Reus macht es schon wichtig. Richtig, der tut alles, was gesund ist, vereinen in dieser überteuerten Flasche. Ich kenne den Preis gerade nicht, der war so hoch, den habe ich verdrängt. Und dafür schmeckt es halt auch nach nix, außer nach ein bisschen Zitronenzeug. Haben wir jetzt mal Vitamin Water Pfirsichgeschmack. Pfirsichgeschmack, jetzt bin ich mal gespannt. Der riecht nicht nach einem leckeren, schmackhaften Pfirsich, der riecht wie eine Dextroenergen-Brausetablette, irgendwas aufgelöst in Wasser, richtig beißend und stechend und richtig säurig. Hat sogar der Zitrone noch angenehmer gerochen. Jetzt muss ich nochmal meinen Zinken in die Zitrone halten. Ja, das riecht sogar Zitrone, was eigentlich aggressiver sein müsste, riecht angenehmer als Pfirsichgeschmack. Aber egal, wir kommen von Train Push in All in All Day mit Pfirsich. Schmeckt ein bisschen nach Kokos mit Urin. Ich hätte da jetzt gar keinen Pfirsichgeschmack rausgeschmeckt. Schmeckt nach Urin, nach Kokosurin. Das ist auf jeden Fall sehr schön. All in, all day. Red man nicht weiter. Ist auch, weiß ich, würde ich nicht nochmal kaufen. Ist nicht meine Sorte. Wir haben Relax, Recover, Repeat mit Granatapfel. No Bullshit. Marco Reus, du bist der Boss. Guck dir das an. Den muss man im Titel verlinken, damit er sieht, was los ist. Da habe ich gar nicht gerochen, Moment.
Das riecht bis jetzt am besten, Granatapfel. Nicht säuerlich, nicht extrem, riecht leicht fruchtig. Das riecht gut. Wenn es so schmeckt, wie es riecht, ist das ab jetzt mein Favorit. Relax und Recover. Marco Reus. Ja, schmeckt bis jetzt am besten. Schmeckt aber trotzdem nicht so, wie es riecht. Deswegen, es riecht besser, als es schmeckt. Es hat mehr Geruch als Geschmack. Geschmack ist so, nee, aber Geruch ist da auf jeden Fall. Also das ist sehr gut. Wenn du die Nase oben immer reinsteckst, freust du dich total. Und wir haben noch Work Focus Repeat bei Marco Reus Himbeere Geschmack. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie dieser Himbeere. Riecht auch wieder wie Traubenzucker gelöstes irgendwas Ding, richtig brachial, chemisch, säuerlich, stechend, aber vielleicht hat das dafür jetzt mehr Geschmack, weil es ja so heftig riecht. Fällt auch auf, dass die zwei links sind gelb und die zwei rechts sind eher so rötlich, ne? Guck, zweimal gelb, zweimal rot, einmal Adi als Braut. Adi Schatz! Adi Schatz, als Braut verkleidet, dahin geschworen. So, Himbeer, ihr lasst euch immer viel zu leicht ablenken. Riecht auf jeden Fall brutal. Das ist wie das Pfirsich vom Geruch her, so stechend beißend. Schmeckt aber wie Erdbeereis. Ist Himbeer, schmeckt wie Erdbeereis. Nee, schmeckt, hat irgendwie trotzdem was. Erst hat es einen muffigen, karbonischen Geschmack und dann plötzlich hast du doch irgendwie so eine kleine Fruchtnote im Abgang, die hängen bleibt im Hals. Also für mich absolut, wenn ihr die wirklich mal probieren wollt, probiert am besten hier die Granatapfelsorte, weil die Granatapfelsorte, die riecht gut, ne? Und probiert mal die Himbeersorte, weil die schmeckt halt nach Erdbeereis. Und die, die ihr nicht probiert, ist Pfirsich und Zitrone, weil die sind komisch. Und ansonsten schmieren wir uns jetzt alles zusammen auf die dicken Glas und gucken mal, wie es schmeckt, wenn wir alle zusammen trinken. Muss ja die Hälfte so sein. Wieso habe ich alles zugemacht? Das verstehe ich nicht. Da kann die Mama dann auch mal probieren und das Muttertier und Pupsi, weil nicht, die können da auch mal probieren, weil probieren geht über studieren und ansonsten bleibt noch urinieren und dann habt ihr auf jeden Fall das, was gerade im Glas ist, weil so sieht es nämlich auch gerade aus. Ne, sieht sogar besser aus. Sieht, das würde ich trinken. So, die zwei rein. Ach, ist das eine schöne Farbe. Hier würde ich gern wohnen, ne, Kesto. Das ist, guck dir diese schöne Farbe an, wie super das aussieht. Und das werden wir jetzt probieren. Eine Mischung aus Zitronen, Pfirsich, Himbeer, Granatapfel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Kennt ihr Marco Reus? Kennt ihr das Vitamin Water von Marco Reus? Habt ihr vielleicht alle Sorten auch schon mal getestet? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vor Ort, euer Ramses und das ist aus dem Rewe. Ciao. Zusammen hat es eigentlich richtig gut geschmeckt, wie immer. Also, wenn ihr was habt, trinkt das zusammen, keine großen Faxen, holt euch alle vier Sorten, pumpt euch rein und dann seid ihr fit im Kopf oder so. Ciao.